Im Anbetracht der jüngsten Diskussionen über Familiennachzug bekräftigt das Deutsche Institut für Menschenrechte, wie schon im vergangenen Jahr, die Aussetzung des Familiennachzugs muss beendet werden. Das Menschenrecht auf Familienleben darf nicht zum Spielball der Politik werden. Auch weitere Themen aus unserem Vorjahresbericht bleiben aktuell. Hervorheben möchte ich den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Hier schauen viele Staaten auf Deutschland. Werden große Unternehmen eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einführen und wird dies ab 2018 wirksam überprüft? Werden Fragen, die bei der Erarbeitung des Aktionsplans ausgeklammert wurden, dennoch angegangen? Beispielsweise der bessere Zugang zu deutschen Gerichten für Menschen, die im Ausland von Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Unternehmen betroffen sind? Nun jedoch zu den drei Schwerpunktthemen des diesjährigen Berichts. Wir haben uns die Lebenssituation von geflüchteten Menschen mit Behinderungen angesehen. Das ist eine bislang wenig beachtete Gruppe. Zwar haben wir alle sicherlich das Bild von Geflüchteten vor Augen, wie sie im Rollstuhl die Balkanroute zurücklegen. Aber viele andere Geflüchtete mit Behinderungen sind unsichtbar, weil ihre Beeinträchtigung nicht so offensichtlich ist, etwa Epilepsie oder eine psychische Erkrankung. Die genaue Zahl von behinderten Menschen unter den Asylsuchenden ist nicht bekannt. Die Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte hat daher Verbände konsultiert, die deutschlandweit Geflüchtete mit Behinderungen beraten. Auf der Grundlage von 2000 Beratungsfällen im Jahr 2016 erkennen wir Probleme in drei Bereichen: Identifikation, Unterbringung und Versorgung. Die Identifikation von Geflüchteten mit Behinderungen ist dabei der Dreh- und Angelpunkt. Nur wenn eine Behinderung erkannt wird, kann eine Person adäquat untergebracht und versorgt werden. Kurz, können Geflüchtete mit Behinderungen angemessen leben und kann ihre Integration gelingen. Derzeit werden jedoch Menschen mit Behinderungen unter den Geflüchteten nicht systematisch identifiziert. Es fehlt generell an barrierefreien Unterkünften. Uns wurde beispielsweise der Fall einer Mutter berichtet, die ihren 13-jährigen schwerstbehinderten Sohn täglich mehrfach die Treppe hinauf und herunter tragen muss, weil Wohn-, Sanitär- und Aufenthaltsbereiche auf verschiedenen Etagen liegen. Wir haben aber auch ermutigende Beispiele gehört, etwa von dem Projekt Deaf Refugees Welcome, in dem gehörlose Menschen aus Deutschland, gehörlose Geflüchtete, ehrenamtlich beraten und unterstützen. Geflüchtete Menschen mit Behinderungen fallen, wie alle Geflüchteten, unter das Asylbewerberleistungsgesetz und erhalten in den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland nur eingeschränkte Gesundheitsleistungen. Auf behinderungsspezifische Leistungen haben sie keinen Rechtsanspruch. Die Entscheidung hierüber liegt im Ermessen der Sozialbehörden. Aus der Praxis wurde uns von restriktiver Handhabung dieser Vorschrift berichtet, mit der Folge möglicherweise irreversibler Schäden für die Betroffenen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert daher den Bundestag auf, bundesweit ein Verfahren zur Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten vorzuschreiben und einen Rechtsanspruch auf bedarfsdeckende Leistungen für Geflüchtete mit Behinderungen einzuführen. Die Länder rufen wir auf, barrierefreie Unterkünfte bereitzustellen. Des Weiteren befasst sich der Bericht mit Regelungen des Lebens von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften. Nach letzten Zahlen befinden sich ca. 400.000 Menschen in solchen Unterkünften. Für viele von ihnen sind diese Unterkünfte auf Jahre ihr Zuhause. Hier findet ihr Familienleben statt, hier machen die Kinder ihre Hausaufgaben, hier lernen die Menschen für die Sprach- und Integrationskurse oder für die berufliche Aus- und Fortbildung. Die Privatsphäre hat für jeden Menschen eine hohe Bedeutung, für das familiäre Zusammenleben, die Erziehung von Kindern und die Pflege sozialer Beziehungen. Und nicht zuletzt braucht jeder Mensch einen Raum, in dem er sich zurückziehen kann, wo er Ruhe finden kann und Kraft tanken. In Gemeinschaftsunterkünften ist es nur unter erschwerten Bedingungen möglich, Privatsphäre und ein Familienleben zu haben. Das Zusammenleben verschiedenster Menschen auf so engem Raum muss dennoch so organisiert werden, dass die Menschenrechte auf Privatsphäre und Familienleben wirksam geschützt sind.
Hier erfahren geflüchtete Menschen unmittelbar, wie glaubwürdig das Bekenntnis Deutschlands zu den Menschenrechten ist.